Danke, danke. Danke. Herzlichen Dank. Also, danke. Dankeschön. Es ist in der Tat so. Danke. Ja, an der letzten Überziehung war ich nicht schuld. So, also. Macht mich nicht nervös jetzt. Danke. So. Ich nehme den Applaus hier im Publikum für das, was auch meine Absicht war in den 23 Jahren. Ich habe es für Sie gemacht, hatte unheimlich viel Spaß dabei und habe dann letzten Endes immer gedacht, ich hätte es auch für mich gemacht. Es war eine tolle Zeit, aber nur, weil wir beide irgendwo immer zusammengepasst haben, mein Publikum und ich. Und dafür muss ich mich in erster Linie bei euch bedanken. Ich habe mich, wie eigentlich immer in meinem Leben, auch auf diesen Moment nicht richtig vorbereitet. Ich wusste, er würde kommen und ich weiß, dass ich damit umgehen kann. Ich weiß, dass ich Unterhalter bin, Unterhalter mit Leib und Seele. Und dass alle die ganzen Reden, das kann man nicht ersetzen, das wird es nicht mehr geben. Ich habe Menschen verehrt aus der Unterhaltung, die es nicht mehr gibt. Und wir sind so ein bisschen wie Spuren im Sand, das Wasser geht drüber und es kommen andere. Und mit denen werden sie genauso viel Spaß haben und das ist gut so. Unterhaltung muss man nicht ernst nehmen. Ich sage Ihnen, auch ich habe mich nie ernster genommen als das, was ich für Sie präsentiert habe. Das waren Seifenblasen. Die sind zerplatzt, aber es waren wunderbare Seifenblasen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich muss mich an dieser Stelle in der Tat bedanken. Ich hasse das, wenn dann solche Litaneien aufgesagt werden. Aber in allererster Linie bei den Kandidaten, die Wetten, dass in den 23 Jahren, in denen ich es machen durfte, zu dieser wunderbaren Show gemacht haben. Das waren Ideen, auf die kein Redakteur im Fernsehen gekommen wäre, auf die kein Moderator gekommen wäre. Sie mit Ihren Ideen haben diese Sendung am Leben gehalten und auch mir eine wunderbare Karriere ermöglicht. Und dafür bedanke ich mich. Ich danke dem Publikum, das bei mir geblieben ist über viele Samstagabende. Und dazu gehören Sie. Dankeschön. Und ich danke sogar mit knirschenden Zähnen meinen Kritikern, die mir immer wieder eins auf den Deckel gegeben haben und die nie mit dem, was ich gemacht habe, zufrieden waren. Aber vielleicht war es richtig so und vielleicht hätte ich sonst den Arsch irgendwann gar nicht mehr hochgekriegt. Aber dass ich auch jetzt mit großem Vergnügen in eine Zukunft schaue, es wäre ein ganz bitterer Moment für mich, wenn ich sagen müsste, das war's. Wenn ich jetzt einfach aus dem Scheinwerferlicht verschwinden würde, muss ich ehrlich sagen, hätte ich ein Problem und Sie hoffentlich auch, deswegen komme ich bald wieder. In diesem Sinne, herzlichen Dank, gute Nacht, es war eine tolle Zeit, auf Wiedersehen. Dankeschön an meine Bank. Einmal. Hey,